Friede sei mit euch, liebe Brüder und Schwestern. Ich grüße euch hier zu diesem 11. Teil mittlerweile, zu dieser Videoreihe. Und diesmal geht es hier um eine Aussage in dem 1. Johannesbrief. Und dort steht geschrieben, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann Gott nicht lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Und in diesem sehr verkürzten Teil werde ich euch jetzt darlegen, dass zu unseren Mitbrüdern und Mitschwestern auch alle Geschöpfe Gottes gehören, die den gleichen Odem, Lebensodem eingehaucht bekommen haben wie auch wir. Und dazu habe ich jetzt erstmal hier ein Zitat aus dem Essene Humane Gospel of Christ wieder mal. Und danach werde ich euch noch drei Bibelstellen zeigen, die das belegen. Und ich habe das vorher schon in dem Video Blutschuld und der Bund mit den Kindern des Lichts näher besprochen. Und wer das hier näher vertiefen möchte und das noch nicht getan hat, der kann dies gerne in diesem Video tun. Und ich möchte euch jetzt hier die Stelle aus dem Essene Humane Gospel vorlesen. Und da geht es hier um die Tempelopfer. Und hier steht geschrieben, und einige der Schriftgelehrten und die Pharisäer, die im Tempel Fleisch aßen und Blutrituale abhielten, hörten die Worte von Jeschua und versuchten ihn in seiner Rede und sagten, wenn du das Opfern von Schafen, Ochsen und Vögeln verwirfst, zu welchem Zweck wurde dann dieser Tempel von Salomon für Gott gebaut? Und Jeschua sagte zu ihnen, in den Propheten steht geschrieben, mein Haus soll ein Gebetshaus für alle Völker genannt werden, um Lob und Dank zu opfern. Aber ihr kennt weder das reine Opfer, noch wollt ihr davon hören, denn ihr habt ein Schlachthaus des Blutvergießens, ja ein Haus des Bösen daraus gemacht. Ich sage euch erneut, es steht geschrieben, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang wird mein Name groß unter den Heiden groß sein, und Räucherstäbchen mit einem reinen Opfer, ein reines Herz, Dank und Lob sollen mir dargebracht werden. Aber ihr habt es geschafft, eine Trostlosigkeit daraus zu machen, mit euren Fleisch- und Blutopfern, und ihr benutzt die süßen Räucherstäbchen nur, um den abscheulichen Gestank des Blutes zu übertünchen. Ihr sollt aber wissen, dass ich nicht gekommen bin, um das Gesetz abzuschaffen, sondern um es auszulegen und alles zu erfüllen, was über mich geschrieben wurde. Und dies hat er natürlich gesagt, ihr sollt wissen, dass ich nicht gekommen bin, um das Gesetz abzuschaffen, denn er hat vehement dort gegen die Blutrituale, gegen diese Tempelopfer, Blutopfer und Tieropfer dort gepredigt und diese verdammt und als Werke des Satans entlarvt. Und daher hat er auch ganz immer wieder betont, ganz deutlich betont, dass er nicht gekommen ist, um das Gesetz abzuschaffen, denn damals war es ja geschriebenes Gesetz, dass diese Tieropfer angeblich von Gott gefordert waren. Doch die Wahrheit ist, dass der wahre Gott immer wieder seine Propheten, seine Knechte, die Propheten gesandt hat, um sein Volk von diesen Gräueln abzubringen, die nur wegen der Hartherzigkeit des Volkes erlaubt wurden von Mose, aber die nichtsdestotrotz vor dem himmlischen Vater eine Sünde sind, die dazu führen oder dazu führt, dass sie aus dem Volk ausgerottet werden sollen. Genauso wie es auch mit dem Scheidebrief war und auch natürlich mit dem Essen von Fleisch, denn beides geht natürlich, also die Tieropfer und das Essen von Fleisch, beides geht natürlich mit Blutvergießen einher. Und um euch das nochmal eben zu belegen, ich werde euch jetzt diese Stellen hier nicht vorlesen, die habe ich schon mehrfach vorgelesen. Wenn ihr die jetzt noch nicht kennt, dann empfehle ich euch eben auf Pause zu drücken und dies selber zu tun. Und hier lesen wir unten in dem letzten Satz, dass Menschen, die solche Dinge tun, die tun Dinge, die böse sind in den Augen Gottes und wählen das, woran er keinen Gefallen hat. Und er sagt hier auch, wer ein Rind schlachtet, ist wie einer, der einen Menschen erschlägt. Denn wer Blut vergießt, Mensch oder Tier, Blut, der soll aus dem Volk ausgerottet werden.
Und das sehen wir gleich noch hier in 3. Mose 17. Aber erstmal habe ich hier nochmal aus Jeremia 7 die Stelle angeführt, die ich auch schon mehrfach vorgelesen habe. Könnt ihr ebenfalls wieder auf Pause drücken und die selber lesen, wenn ihr die noch nicht kennt. Und auch hier sagt der himmlische Vater, dass wer solche Dinge tut, der wandelt nach seinem bösen und verstockten Herzen und kehrt ihm den Rücken zu. Und er sagt auch hier, dass er den Vätern nichts von Brand- und Schlachtopfern gesagt hat. Und auch in Amos 5 sagt er, das können wir auch noch mal eben anschauen, da fragt er das Volk rhetorisch: Habt ihr mir etwa die 40 Jahre in der Wüste Brand- und Schlachtopfer dargebracht? Und das bedeutet ja nichts anderes als die Antwort natürlich ist natürlich darauf nein, denn es ist eine rhetorische Frage. Und das bringt natürlich die Schlussfolgerung mit sich, dass er diese Dinge niemals gegeben hat und auch nicht Mose gegeben hat. Und hier lesen wir, dass jeder, der ein Stier oder ein Schaf oder eine Ziege, es ist hier jetzt von Stieren, Schafen und Ziegen die Rede, weil das jetzt die Haupttiere waren, die auch koscher waren und im Tempel geopfert wurden. Natürlich gilt das für alle Geschöpfe Gottes. Und hier steht, wer oder deren Blut vergießt und diese aber nicht an den Eingang der Stiftshütte oder des Zeltes der Begegnung bringt, auf dem soll diese Blutschuld bleiben, denn er hat Blut vergossen, steht hier, und dieser Mann soll aus der Mitte seines Volkes ausgerottet werden. Und das belegt ganz eindeutig, dass das Vergießen von Blut, ob Mensch oder Tier, eine Blutschuld mit sich bringt, die dazu führt, dass man aus der Mitte des Volkes Gottes ausgerottet werden soll, solange man über diese Dinge keine Buße tut und davon umkehrt. Und ich habe, wie gesagt, in dem Video davor über die Blutschuld und den Bund mit den Kindern des Lichts dargelegt, auch mit Schriften, die ja apokryph heutzutage genannt werden, weil die katholische Kirche sie nicht in den Kanon mit aufgenommen hat. Dort steht geschrieben, warum dies erlaubt wurde, und zwar allein wegen der Hartherzigkeit der Menschen, die noch nicht bereit waren für das Gesetz für die Kinder des Lichts, sondern sie waren noch zu tief in der Finsternis verstrickt, die sie sich dort in den 430 Jahren Gefangenschaft in Ägypten angeeignet haben, kann man sagen, die dort zur Tradition geworden sind, zu einer Wurzel des Bösen, wie Simon Petrus es dort nennt, die Mose nicht imstande war, komplett aus dem Volk zu entfernen. Und deswegen hat er dort befohlen oder ja, in Anführungsstrichen erlaubt, dass diese allein in dieser Stiftshütte im Tempel des Herrn dargebracht werden sollen, damit diese wenigstens nicht mehr irgendwelchen fremden Göttern geopfert werden. Und er hat dann ja natürlich auch Jeschua prophezeit, dass er kommen sollte und auf ihn sollt ihr hören, hat er gesagt. Und wer nicht auf ihn hörend wird, von dem wird Gott Rechenschaft fordern. Und Jeschua war natürlich derjenige, der diese Wurzel des Bösen komplett entfernen sollte und diese Blut- und Schlacht- und Tieropfer, die dem Herrn ein Greuel sind und die dazu führen, dass man aus dem Volk ausgerottet werden wird, dass er diese endgültig beseitigt. Und das könnt ihr in dem Video Blutschuld und der Bund mit den Kindern des Lichts genauer euch anhören. Und ja, wir sind jetzt bis hier gekommen und weiter steht hier geschrieben: Wisst ihr nicht, dass geschrieben steht, Gehorsam ist besser als zu opfern und besser als das Fett von Widdern? Ich, der Herr, bin eurer vergeblichen Brandopfer müde und eure Hände sind voll Blut. Und ist nicht auch geschrieben, was ist das Opfer? Wasche dich und mache dich sauber und stelle das Böse weg von meinen Augen. Hört auf, das Böse zu tun, lernt Gutes tun. Und auch diese Stelle könnten wir uns noch mal eben ganz schnell anschauen. Das ist in Jesaja. Ganz kleinen Moment. Dort haben wir sie direkt im ersten Kapitel. Dort ist auch hier
von Brand- und Schlachtopfern die Rede. Da sagt er, bringt nicht länger da solch nichtige, vergebliche Speisopfer. Und er sagt hier, auch wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich nicht, eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, schafft mir eure bösen Taten aus den Augen, hört auf, Böses zu tun, lernt Gutes tun. Und ja, wie immer basiert Jeschua seine Lehren hier in diesem Evangelium fast ausschließlich auf Prophetenaussagen, was diese natürlich auch so glaubhaft macht. Und weiter heißt es hier, ja, tut den Vaterlosen und der Witwe Gerechtigkeit und allen, die unterdrückt werden. Denn dadurch werdet ihr das Gesetz erfüllen. Reine Anbeter verehren den ewigen Geist in Reinheit und Wahrheit. Und die Pharisäer sagten zu Jeschua, wer bist du, der du die Blutrituale zu beseitigen suchst und den Samen Abrahams verachtest? Und Jeschua antwortete, bevor Abraham war, bin ich. Sie lehnten es jedoch ab, den Worten von Jeschua zuzuhören und sagten, er ist von einem Dämon besessen, und andere sagten, er ist verrückt. Und sie erzählten dies den Priestern und den Ältesten, und sie waren wütend und sagten, er hat eine Lästerung gesprochen. Wir wollen nach einem Weg suchen, um ihn loszuwerden. Und Jeschua hörte ihre Worte und sagte weiter zu ihnen, ich frage euch, wie wollt ihr die geistigen Angelegenheiten Gottes lehren, wenn ihr nicht einmal die physischen Dinge versteht? Denn wenn ihr euch der Geschöpfe Gottes nicht erbarmt, die ihr sehen und berühren könnt, wie könnt ihr dann die geistigen Dinge Gottes erfassen, die ihr nicht sehen und berühren könnt? Und das ist jetzt natürlich die Parallele hier zu dem Anfang, wo wir im 1. Johannesbrief gelesen haben, dass wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann auch nicht sagen, dass er Gott liebt, den er nicht sieht. Und ich denke, dass die Verse, die ich eben gezeigt habe, belegen, dass auch ja, alle Geschöpfe Gottes unsere Mitbrüder und Mitschwestern sind, denn auch ihnen hat der himmlische Vater das Verlangen gegeben, Liebe zu geben und empfangen zu wollen. Und das ist Beweis genug dafür. Und weiter heißt es hier, die Pharisäer und Schriftgelehrten sahen Jeschua mit großer Verachtung an und blieben stumm. Und Jeschua sagte zu seinen Jüngern, so ist es mit der Seele eines jeden Geschöpfs, auch wenn sie von Menschen nicht gesehen wird, denn sie ist im Gewand aus Fleisch und Blut verborgen. Jedes Geschöpf ist von Natur aus zweifach, denn ohne die geistige Hälfte kann keine physische Manifestation existieren. Deshalb sage ich euch, der Körper ist Staub, aber die Seele ist von Gott. Fürchtet also nicht die Bösen, die den physischen Körper zerstören, aber die spirituelle Seele nicht töten können, denn der Mann Gottes kennt seine Wurzel, er ist von Gott und Gott kennt ihn, der zu seiner Herde gehört. Wisst ihr auch, dass wer auch immer die geringste dieser Seelen Gottes mit Verachtung behandelt, dasselbe mir tut? Denn diese Heuchler respektieren nicht das Wunder des Lebens in allen Dingen. Ja, sie suchen den Tod der Dinge und freuen sich darin. Wisst ihr, sie stammen von der Mutter der sieben Übel, denn überall, wo Leiden und Blutvergießen herrschen, da ist auch der Satan. So werden diese blinden Führer den für sie vorbehaltenen Ort erben, denn der Vater Muttergott vergibt vor allem nicht die willkürlichen Sünden böser Täter und entschuldigt nicht die Härte der Herzen und die Mattheit der Sinne, die böse Menschen begleiten. Flieht also vor diesen Arbeitern der Gesetzlosigkeit, denn sie wollen kein ewiges Leben und wollen zudem auch noch alle anderen von dem Weg abhalten, der zu ihm führt. Wahrlich, ich sage euch heute, dass sie ihren vollen Lohn dafür bekommen werden, und unter keinen Umständen sollen sie das Königreich betreten, noch die Verheißung empfangen, denn sie sind wie Kot auf der Oberfläche der Erde. Und das ist auch genau das, was Jeschua in den biblischen Evangelien den Pharisäern und Schriftgelehrten vorgeworfen hat. Da sagt er auch, wehe euch, ihr Pharisäer und Schriftgelehrten, denn ihr selber wollt nicht in das Himmelsreich und ihr versperrt auch noch den anderen den Weg, die dort hinein wollen, durch eure Menschengebote, die ihr als Gebote Gottes verkauft.
Und das ist genau das, was die Pharisäer und Schriftgelehrten und Sadduzäer und Priester auch getan haben. Denn sie haben das Gesetz des himmlischen Vaters verdorben und verunreinigt durch die Dinge, die von Mose wegen der Hartherzigkeit und Mattheit der Sinne, wie es hier auch heißt, erlaubt wurden, weil er nicht imstande war, diese aus dem Volk zu beseitigen. Und diese wurden über die Jahre nach dem Tod von Mose zum Gesetz gemacht. Und dass dies der Fall ist, das belegt die Bibel alleine dadurch, dass nämlich der himmlische Vater immer wieder seine Propheten gesandt hat, die immer wieder diese Tieropfer verdammt haben, die auch das Volk zur Buße darüber aufgerufen haben und ihnen das Gericht angekündigt haben, wenn sie nicht mit diesen Dingen aufhören. Und das habe ich auch schon dutzende Male in meinen Videos angesprochen und belegt auch, und das könnt ihr gerne in den vorherigen Videos euch anschauen. Und ich habe auch eine vierteilige Videoreihe, glaube ich, über die wahren Lehren von Jeschua, über die Tempelopfer und die Blut- und Tieropfer. Und die könnt ihr euch auch gerne anschauen. Und jetzt habe ich hier noch abschließend ein kleines Zitat auch aus dem Essene Humane Gospel of Christ. Und dort sagt Jeschua zu den Pharisäern und Schriftgelehrten und den Priestern: Wie also wollt ihr dem Urteil von Gehenna, also der Hölle, entfliehen, wenn ihr meine unschuldigen Kreaturen schlecht behandelt? Wisset, dass die Blutschuld eines Menschen oder eines Tieres das Verbrechen von Dämonen ist, denn es stammt vom Bösen, und Gott ist weit entfernt von denen, die auf diese Weise sündigen. Und dieser kleine Absatz, der wurde durch die drei Bibelzitate, die ich euch eben gezeigt habe, einmal Jesaja 66, dann Jeremia 7 und 3. Mose 17, werden hier die belegen, dass diese Lehre hier wahr ist und die unverfälschte Lehre unseres Herrn Jeschua. Und ja, das war es jetzt auch mit diesem Teil hier, mit dem 11. Teil. Und im nächsten Teil geht es um den Feigenbaum, den Jeschua angeblich verflucht haben soll, weil er keine Früchte trug. Und ja, das schauen wir uns im nächsten Video an. Das wird auch ein eher kurzes Video werden. Und ich hoffe, dieses Video war wieder mal ein Segen für euch und ich wünsche euch den Frieden des Herrn. Bis zum nächsten Video. Shalom.